Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube? Wax wieder für euch am Start und heute gibt es ein weiteres Glücksrad-Video. Ihr feiert ja die Glücksrad-Formate übertrieben. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute ein weiteres Glücksrad-Video. Im Hintergrund seht ihr aber mein Team, was ich jetzt verbessert habe. Ich habe mir doch nicht Blanc oder Ferdinand geholt. Ich habe mir jetzt erstmal den Campbell geholt für 905.000. Ist, glaube ich, ein stabiler Preis. Der sollte auch auf dem Preis die nächsten Wochen bleiben oder sogar ein bisschen steigen, wie man es hier gerade sehen kann. Also ein richtig geiles Upgrade und der Typ, der rasiert auf jeden Fall. Feier ich. Schreibt mal in die Kommentare, wen feiert ihr am meisten? Ferdinand, Campbell oder Blanc, Alter? Ab in die Kommentare, einen von den drei Spielern. Wen würdet ihr euch holen? Hättet ihr freie Wahl. Jetzt sind wir auch schon im Hauptmenü angekommen. Skandal, Leute. Ich muss das Glücksrad noch bearbeiten, denn das, was hier alles draufsteht, ist noch vom letzten Glücksrad-Roulette. Und jetzt muss ich hier erstmal alles wegwischen und neu beschriften, Alter. Das dauert jetzt erstmal ein paar Minuten. Bis gleich. Wir sehen uns sofort wieder. Haben wir eigentlich schon die 10.000 Millionen Likes geschafft? Wenn nicht, dann lasst jetzt ein Like da, dann schaffen wir vielleicht 10 Millionen Likes. Okay, Freunde, das Glücksrad ist bearbeitet und jetzt können wir ins Draft starten, Freunde. Ich freue mich schon drauf, Alter, was hier heute passieren wird, denn es gibt den neuen Lionel Messi. Ich habe extra bis 19 Uhr gewartet, den 96er Lionel Messi Glücksrad Footdraft Modus, den wir hier heute auf jeden Fall machen werden. Dann gibt es noch den 91er Griezmann, ist das, glaube ich. Ich glaube, der hat einen 91er Rating. Und ich nehme hier mal die 4-3-2-1 Formation mit, Alter. Mal gucken, ob wir direkt den Messi bekommen, den neuen. Das wäre natürlich edel. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir das erste Mal im Glücksrad Modus hier unser Glücksrad. Ja, Leute, so einfach geht das auf jeden Fall. Ich tue ihn mal ein bisschen nach hinten schieben, damit ihr auch alles erkennen könnt. Das wird der Spieler sein, den wir nehmen müssen, Freunde. Und das machen wir bei der ganzen Startelf so. Und deswegen drehe ich jetzt das erste Mal hier am Glücksrad und wir bekommen. Jo, moin. Erstes Mal drehen und direkt einen Joker. So kann das Ding noch gerne anfangen. Skandal einfach. Einfach Skandal, Digga. David Silva, Eriksen, Falcao, Sanchez, Mertens. Wir haben eine freie Auswahl. Leute, ihr seht das so gar nicht richtig. Schwierig. Freunde, das Schwarz kann man schwierig erkennen auf der lilanen Farbe, aber wir haben Joker bekommen beim ersten Mal drehen und wir haben hier eine freie Auswahl und ich würde sagen, wir nehmen sogar einen Mittelfeldspieler und da wird, glaube ich, David Silva am meisten in Frage kommen, weil er einfach ein Spanier ist aus der Premier League. Und jetzt haben wir noch freie Wahl bei dem rechten Stürmer, Stürmer und linken Stürmer. Das heißt, wir haben hier nochmal die Chance, richtig saftige Spieler zu bekommen. Rechter Stürmer wird gesucht und wir drehen dann, wenn die Spieler angezeigt werden, am Glücksrad. Ich würde jetzt am liebsten hier Mohamed Salah bekommen. Mahrez wäre auch übertrieben nice. Sterling gibt es ja auch gerade eine neue SBC-Karte, die auch lecker Schmecker ist. Aber Glücksrad wird entscheiden und nicht ich. Und wir kriegen die 4 und das ist Aspas in dem Fall dann. Guck, und deswegen habe ich David Silva mitgenommen, weil Spanier kriegt man sehr oft im Footdraft. Und da hat mein Kopf auf jeden Fall eben gut mitgespielt, Digga. Joker bekommen, David Silva genommen. Und das hat sich alles gereimt. Ab zum nächsten Spieler, Freunde. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und gehen zum Stürmer. Ich glaube, Messi hat ja auch eine Stürmerkarte bekommen. Boah, wenn wir jetzt den Lionel Messi bekommen würden, ne? Es wäre Zucker. Ich würde sagen, diesmal drehen wir als erstes und dann suchen wir unseren Stürmer. 3, 2, 1, Freunde, wir spinnen am Glücksrad. Das Glücksrad entscheidet Joker. Ihr habt gesehen, alles uncut. 3 Spins, 2 Joker. Verrückt, Digga. Ganz übles Ding, Alter. Okay, Lionel Messi. Kommt einfach nicht. Es juckt ihn einfach gar nicht. Kruse, Digga. Pimmel Kruse ist auch am Start. Luis Alberto, Smolov, Bakambu. Okay, Jungs, wen nehme ich hier? Ich habe die freie Wahl, ich glaube. Aus der italienischen Liga, den Spanier. Puh, Digga, wir haben ja jede Liga gleich am Start. Dosum ist Premier League. Ja, ich nehme einfach den Spanier aus der italienischen Liga. Macht jetzt, glaube ich, hier gerade noch am meisten Sinn. Den können wir ja noch am Ende austauschen, weil die Bank hier, die Auswechselbank, dürfen wir frei erstellen. Die Reservebank müssen wir auffüllen. Und ja, dann werden wir das am Ende so machen, dass wir dann die Spieler noch einwechseln dürfen. Und da noch ein bisschen Chemie oder Rating rausholen können, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, Overmars, das ist jetzt mein Spieler, den ich haben will, weil so eine Icon, muah, einfach, muah. Ne, beim letzten Mal haben wir gesagt, wenn eine Icon kommt, dürfen wir die nehmen. Egal, was das Glücksrad sagt, ne? Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass eine Icon über dem Glücksrad steht. Wir gucken trotzdem mal, wen ich bekommen hätte. Wir spinnen hier und kriegen den Spieler mit dem heftigsten Pace. Da würde ich sagen, kommt Overmars trotzdem ins Team, auch wenn es hier Sané gewesen wäre. Aber wir haben letztes Mal gesagt, Icon über Glücksrad, das wolltet ihr sehen und deswegen machen wir das. Deswegen wird Overmars genommen, Digga. Diese Regel ist die einzige Regel, die es hier gibt in diesem Glücksrad-Format im Footdraft. Und dann geht's weiter mit dem ZM. Bro,
Digga, stabile Spieler auch wieder hier, aber wieder keine Special-Karten. Glücksrad, ich will dir gar nicht viel sagen. Du darfst entscheiden und du nimmst Hamsik, okay? Das ist ein Calcio-A-Spieler, also so wie unser Stürmer. Und der kriegt ja auch einen orangen Link zu Overmars, deswegen passt das auf jeden Fall. Schade, dass der hier nicht unseren Luis Alberto erlinkt. Das wäre halt noch heftiger gewesen, aber okay. Ich glaube, hier kommt jetzt ein saftiger Modric, Freunde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ein saftiger Modric kommt. Nose Pack. Die Nase des Packlachs. Okay, nein. Aber seinen Kollegen Rakitic, seinen Landsmann Rakitic, haben wir Toni Kroos, der ja auch eine überheftige Karte bekommen hat. Poggi ist auch am Start. Dembélé ist am Start. Einfach frische Spieler, Bro. Shit. Freunde, ich streame jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das Video gerade seht, noch auf meinem Fortnite-Kanal. Deswegen geht das auch mal abchecken nach dem Video. Erstmal hier aber spinnen. Und wir kriegen den zweiten. Den heftigsten von der Seite vom Rating her. Toni Kroos. Jawohl. Einfach so ein 90er Spieler hier bekommen. Nimm ich mit. Wir wollen ja eh auf ein bisschen Rating gehen. Die Spieler dürfen wir gleich natürlich noch austauschen. Ich könnte hier Overmars tauschen. Hätte Kroos hier auf jeden Fall seine Links. Digga, das passt doch sehr nice. Hier rein dann, Digga. 47 Chemie, 68er Rating. Lecker, Schmecker. Linksverteidiger. Es geht weiter, Freunde. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter mit. Schwierig. Nummer 6, das heißt, jöp, ganz klare Entscheidung, Kolarov ist am Start. Und dann gehen wir auf die andere Seite, sein gegenüberliegender Spieler wird jetzt gesucht. Und wir kriegen, boah, Valencia, Coleman, jo, ein paar Premier League Spieler haben wir auf jeden Fall. So ein Valencia passt auf jeden Fall rein, so ein Boy passt auch rein und so ein Coleman passt auch rein. Der Spieler mit dem höchsten Death-Rating. Und das ist Coleman in dem Fall. Ich dachte gerade, wir haben 3,79er, dürfen frei entscheiden. Aber nein, Coleman hat nochmal einen Ratingpunkt mehr in der Defensive. Und deswegen müssen wir ihn auch nehmen. 80 Defending hat der Typ in Verteidiger Nummer 1. Oh, Sané von Schalke. Jo. Navas wäre sogar hier der Beste, glaube ich. Navas wäre sogar hier der Beste. Wir bekriegen aber Mbemba. Mbemba. Vom Porto. Bruder, muss aber los. Da müssen wir gleich auf der Auswechselbank safe einbekommen, der den ablöst, weil der wird unsere Chemie komplett runterziehen. Aber jetzt, Bruder. Come on. Ganz übles Ding. Jetzt noch ein Joker. Uns reinballern. Es ist krass. Es ist krass, als ob ich hier irgendwas am Glücksrad verändert habe. Freunde, es ist zu krass, Alter. Das ist einfach Glück. Das ist einfach, heute sollte ich Lotto spielen oder so. Und wir haben eine ganz nette Auswahl mit Shakira, mit Koulibaly, mit Marquinhos, mit Jardel, mit Cahill. Da fackel ich gar nicht lange rum und einen Piqué. Jöp. Oder Koulibaly. Und dann suchen wir unseren letzten Feldspieler, Freunde. Unseren letzten safen Feldspieler. Da kriegen wir dann nochmal einen ulreichen Vivian und Fabrizio und Kiko Cassia. Und Glücksrad sagt, wir bekommen den Größten auf der Seite. Okay, das passt ja sogar zu den Torhütern. Wer ist denn hier der Größte? Cassia 1,90, der wird es nicht sein. Fabrizio ist, glaube ich, nur 1,85 groß. Viviano ist sehr groß, 1,95. Ulreich, wie groß war der? 1,92, ich glaube, es wird Viviano, oder? Romero, 1,92. Viviano ist hier der Größte. Und somit kriegen wir noch einen aus der portugiesischen Liga. Schwierig! Und das war's jetzt mit der Glücksrad-Challenge. Das heißt, die Reservebank. Die wird jetzt entscheiden. Wir sind auf einer 86er Bewertung und auf einer 76er Chemie. Hier dürfen wir jetzt noch frei auswählen und alles versuchen zu retten, was zu retten geht. Den Senior können wir hier nehmen. Nee, Valencia, Mahrez, Piszczek. Eieieiei. Ja, was machen wir denn jetzt, Freunde? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen den Senior nehmen und den in die Innenverteidigung stellen, gefühlt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Ja, Digga, ich nehme auf jeden Fall meinen Senior mit und guck mal, ob das was bringen würde. Plus 5, okay. Dann gibt es hier noch ein bisschen mehr, wenn ich da irgendwie was tausche oder so? Nee, aber egal, mit dem Senior plus 5. Jetzt, wenn wir noch einen Torwart bekommen, wird das auch nochmal ein bisschen was bringen. Das heißt, Digga, Sané, Mané, euch nehme ich auf jeden Fall nicht, weil da habe ich keine Verwendung für, aber so ein Benar. Für Silver eventuell. Ja, Digga, das könnte ich machen. Dann geht die Chemie hoch, aber das Rating runter. Egal, die Chemie wird aber safe mit dem hochgehen. Wenn wir Toni Kroos rausnehmen, sogar noch ein bisschen höher. Also werden wir auf 87 Chemie kommen.
Okay, Digga, okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt haben wir noch drei Spieler übrig. 90er Kane. Nee, 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 Digga, nee. Komm, ich nehme einfach Kane mit, auch wenn er mir nichts bringt. Ich nehme ihn auf die Bank, Digga, so ein Kane muss ich einfach mitnehmen. Der ist einfach lecker, Schmecker. Und dann kommen jetzt noch zwei Spieler hier. Bro, come on. Fred, Meunier, Garcia, Ramsey. Fred. Ja, bringt halt echt nicht viel, gerade was ich hier für Spieler bekomme. Könnte ich Piqué aus ablösen, plus ein Chemie, aber nee, Digga, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. Wir suchen unseren letzten Spieler, den wir aussuchen dürfen, und dann müssen wir den Rest auffüllen, Freunde. Den Rest müssen wir auffüllen. So kommen wir nochmal drei Chemie hoch. Das passt auf jeden Fall gut. 90 Chemie. Ja, Digga, das passt auf jeden Fall. So, ich sortiere jetzt nochmal. Nee, ich fülle erstmal auf. Wir gucken erstmal noch, was wir hier bekommen werden. Die darf ich nicht verwenden. Wie gesagt, die Spieler, die jetzt kommen, sind eh Müll. Und dann würde ich sagen, sortiere ich jetzt nochmal und gucke, was der Manager dazu bringt. Okay, Freunde, ich habe nichts mehr gefunden, was ich hier reintun könnte. Das heißt, wir sind auf einer 85er Bewertung. Chemietechnisch sieht das Ganze auch nicht so geil aus. Da war das Ganze letztes Mal auf jeden Fall noch ein Stückchen besser, das letzte Glücksrad-Footdrop. War aber trotzdem wieder nice. Wir haben eine Icon bekommen, leider keinen neuen Messi, leider kein Griezmann bekommen, die heute ins Team of the Week gekommen sind. Wir sind auf einer 92er Chemie angekommen und eine 85er Bewertung. Haben hier als Topspieler Kane, Kroos und Piqué. Ist nicht schlecht. Das Glücksrad hat entschieden, Antoine hat entschieden. Leute, wenn ihr das Ganze vielleicht nochmal sehen wollt, im dritten Part der Glücksrad-Roulette-Challenge, dann lasst einen fetten Daumen hoch da, Digga. Kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und falls ihr Fortnite-Content steht, checkt noch meinen zweiten Fortnite-Kanal ab. Was man auch noch sagen kann, ist, ihr könnt günstige FIFA-Points kaufen. Mit Rabatt bei meinem Sponsor. Erster Link in der Beschreibung und ihr unterstützt mich damit auf jeden Fall. Und es kostet euch keinen Cent mehr. Ich verabschiede mich für heute, Leute. Das war's mit dem Glücksrad-Footcraft 177. Schwierig. Bis zum nächsten Mal. Peace out.